Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 hier auf dem kleinen Land. Wir haben gerade 300 noch was für verkaufte Milch bekommen, weil wir haben einen neuen Tag. Es klappt alles wie befürchtet und das ist schön. So, wir gucken mal, was denn die Felder da hinten machen. Wir haben nämlich noch zwei in der Frucht stehende Hirsefelder. Wenn wir Glück haben, sind die erntereif. So wie es aussieht, sind die sogar erntereif, weil die sind schön braun. Und da Hirse sehr viel Geld bringt, werden wir uns auch sofort ins Getümmel stürzen. Und das wird super. Okay, wir haben erntereif, 100% Ertragbonus, 100% gedüngt. Abfahrt, ab in Drescher und los, würde ich sagen, ne? So, der steht hier in unserer wunderschönen neuen Wellblech-Rundhalle. Wir öffnen die Tore, starten den Motor und legen los. So. Oh, ich hätte so Bock auf einen zweiten Drescher, weil dann könnten wir richtig schnell die Ernte wegzimmern. Andersrum gesagt, wir haben so wenig Felder. Na, ich werde mir trotzdem einen zweiten kaufen. Alleine nur, weil ich ihn haben will. So, dann legen wir mal direkt los. Wir machen Streifen ohne Strohablage als Vollwände und danach mit Strohablage, ne? Weil die Hirse bringt Stroh. Stroh könnten wir brauchen für die Futterherstellung. Da hätten nämlich ganz schön was weg. Und, wenn wir da genug haben, dann sind wir fein raus. Nur dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr um irgendwas machen. Jetzt ist die Frage, welches Feld werden wir denn uns zuerst einverleiben? Ich würde hier die linke Seite nehmen. So, ist er auseinander oder zusammen? Und Dröscher ist... Strohablage ist aus. Ist ja alles perfekt. Ein Streifen Vollwände reicht, ne? So, Abmarsch. Leute, ab in die Hose. Mega geil. Das Zeug, das bringt so viel Geld. Na komm, bis ran an die Straße. Ja, so ist fein. Haben wir das Feld eigentlich schon mal gedroschen? Ich weiß es gar nicht. Möchte aber bald sagen, ja, oder? Weil da oben könnte doch mal interessant werden. So, Strohablage ist aktiv und Feuer frei. Fahren wir das Stroh hier lose raus oder weiß es nicht so genau. Ey, guck mal hier, am Berg hat er richtig Stress. Echt jetzt? Ey, komm Junge, jetzt zieh durch. Gib alles. Sei ein starker Mann. Komm. Leistungsabfall beim Steigungsanstieg. Okay. Auweia. Ich habe gerade das Gefühl, die Ernte könnte sich leicht verzögern und in die Länge ziehen. Nur leicht. Der Berg ist krass. Okay, 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 okay. Aber die Steigung wird ja weniger zum Ende hin, oder? Okay. Kommen Sie durch bis zum Ende. Jawohl, das hat er schon mal gemacht. So, Strohablage aus. Dann werden wir ihm hier das Feuerwende auch nochmal geben. Der ist zwei Streifen von vier rum, ist halb voll. Ich denke mal, wenn wir da unten ankommen, ist der Korntank voll. Ist eigentlich genau das, was wir wollen. So. Und hier bergab wird richtig losgehen, ne? Da ist er wirklich zucki. Okay, da braucht er dann berghoch wieder doppelt so lange. Jetzt hat er hier einen Berg vor Augen, da wird er wahrscheinlich Angst bekommen, aber... Hä? Ich bin ja total begeistert, wie geht das denn? Manchmal passieren Wunder, okay. So, in Position. Ist ja ein Schiff, wie dick ist die Strauch? Und Abmarsch.
So, hier wird doch ein bisschen Unkraut mit die fressen. Hier vorne. Zack, weg. Okay, Mann, mega cool. Ich habe gerade richtig Bock auf Dreschen und Ernten und so. Weil, das könnte fast eine Punktlandung werden. Ich schätze mal so, na, 94%? Okay, noch nicht mal 90. Genau 90. Okay, dann müssen wir mal gleich leer machen, oder? Mit welchem Traktor wollen wir ihn abfahren? Wollen wir den Belarus wieder nehmen? Und irgendeiner muss ja die Beinpresse rüberscheuchen. Oder wollen wir mit dem Ladewagen abfahren? Weil wenn wir das Stroh für die Futterherstellung haben wollen, dann brauchen wir irgendwas mit dem Ladewagen. Oder wir müssen wirklich den Ballenhäcksler bauen. Aber wo wir den hinmachen, weiß ich auch noch nicht so richtig. Weil der Hof ist langsam doll voll, ne? Ja, mal gucken. Da kriegen wir schon irgendwie alles hin. Theoretisch wäre da hinten ja auch noch Luft. So. Mit dem W50 wollte ich eigentlich nicht aufs Feld fahren. Damit würde ich sehr gerne auf der Straße bleiben, wenn es irgendwie möglich ist und die Ernte dann verkaufen fahren. So, Belarus, komm mal mit. Das hätten wir alles schon längst vorbereiten können, aber okay. Hier sind sehr, sehr viele Büsche. Ich weiß noch nicht, ob mir das so gefällt. Mit den Büschen, aber na, wird schon gehen. Wir können ja Gott sei Dank dran vorbei, drüber, drunter durchfahren. Ihr merkt keine Kollision. Na dann mal los. Bin mal gespannt, wie ertragreich die Hülse am Ende ist. Also wie viel Liter wir davon dann nachher im Hofsilo haben werden. Na, mit den Steigungen hier, das ist auch so eine Sache. Aber hier brauchst du mit so einem großen Fendt 1050 und so ja nicht antreten. Also das wäre Quatsch. Mit so einer riesen fetten Maschine brauchst du hier auf die Kleinfelder, glaube ich, nicht machen. So. Denn mal voll machen, wa? Ach, schön. Guck mal. Feinste orange-rotet Gold. So, dann drehen wir mal um das Ding hier. Ich hoffe, der Dröscher kommt hier klar, wenn man jetzt alleine fahren lassen. So, Helfer rein und dann gucken wir mal. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir... Eigentlich müssen wir mit dem Ladewagen fahren. Frage, welcher Traktor? Einer mit Leistung. Was meint ihr denn? Wir haben beim letzten Mal die komplette Folge eigentlich mit dem International gefahren. Der Ford war mit dem Ladewagen eigentlich gut dabei, ne? Wir haben mit dem Volvo schon viel gemacht. Ich würde nochmal mit dem Ford eine Runde drehen wollen. Genau. Feinste Turboladersäusel, ne? Mega. Der ist auch relativ schnell. Jetzt müssen wir hier die Halle öffnen. Das ist halt immer der Nachteil, wenn wir das alles schön fein säuberlich weggeräumt haben und nicht mehr unterm Schleppdach auf dem Hof zentral steht. Wir müssen die Sachen erstmal alle ausbuddeln und freiräumen, um da ranzukommen. Aber dafür stehen die alle schön fein säuberlich ordentlich. Also das, weil das hier gerade weggeflutscht ist, ist, weil ich hier oben an die Decke gekommen bin, ne, mit der Kamera. Und dann verschwinden die Texturen. Ist komisch, aber ja. So. Oh, der hängt hier sehr hoch. Stimmt, da war ja was. An dem Volvo hing der besser, ne?
Naja, ist egal. Guck mal, dafür rennt der den Berg hier hoch. Als würde das kein Morgen mehr geben. Der Dröscher ist schon wieder da. Guck mal. Geht der ruckizucki ein Bein frei hier. Ich würde aber sofort absammeln, dann brauchen wir das nachher nicht so ausgiebig exzessiv machen. Er lässt was liegen, ist ja klar. Ja, eine breitere Pickup, Freunde. Falls da wirklich irgendjemand nochmal eine Idee hat, immer gerne ran. Wenn nicht, muss ich da selber nochmal in der XML gucken, ob ich da irgendwas hinbekomme. Wenn ich da Workwide finde und das einfach anpassen kann, wäre natürlich mega cool. Aber ich denke mal, das ist nur mit der XML nicht getan, ne? Muss man da in die i3D auch noch mit rein? Ich weiß es nämlich nicht genau. Deswegen würde ich da sehr, sehr gerne auf eure Kommentare, Infos, Hinweise zurückgreifen wollen. Aber wenn der Ladewagen eine breitere Pickup hätte, wäre das der absolute Mega-Superknaller hier. Und hier kommt ja schon Stroh zusammen, ne? Also abgesehen von der Ernte. Die Globhülse hat normalerweise kein Stroh. Also diese Mod, dass Stroh bei allen Getreidearten abfällt, schon sehr, sehr belohnend. Zumal die Verkaufspreise der einzelnen Getreidearten bleibt ja so. So, der Korntank ist gleich wieder voll. Der Wenderadius ist so, naja, guck mal hier, das Zapfwellengelenk, das hat gerade richtig Stress. Er hat schon um die Ecke geknickt hier. Sollte man eigentlich auch ausschalten am besten beim Lenken, oder? Bevor es auseinanderfliegt, aber naja, wird schon halten. Ist alte Technik. Warte mal, ist der Dröscher schon voll? Oh, der ging aber fix. Gut, dann warten wir hier mal. Dann tanken wir lieber den Dröscher ab, dass der hier weitermacht. Und her damit. Warte mal, was hatte denn der hier für einen Korntank gehabt, der große? 8500 Liter. Der wäre ein Anhänger, ne? Mehr wie ein Anhänger, so ja. Okay. Und guck mal, mit die kleinen Anhänger hier auf diesem bergigen Gelände ist, glaube ich, voll vertretbar. Nö, da haben wir nicht so eine mega große Leistungsanforderung. Auf den Anhängern passt nicht so viel Ruff. Du brauchst hier keine 50 Tonnen über das Feld schleifen. Ich denke, der klappt und funktioniert schon so recht gut. So, weil, guck mal, berghoch hat er ja schon zu kauen, obwohl nicht viel drin ist. Und Abmarsch. Warte mal, wie waren die Rezeptur nochmal? Ich kann mich nämlich erinnern, im 19er war Stroh sehr gefragt. Oh nee, guck mal hier, Silage da meistens weg. Oder täusche ich mich da gerade? Wie waren, also wenn du so ein... Na, warte mal. Nee, hier wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich auch nicht hin. Was ist los? Hier wollte ich hin, genau. In so einen Anhänger hier. Da war, glaube ich, immer... ein Strohballen, ein Heuballen und zwei Silageballen. War das so? Und dann war das, glaube ich, fertig gemixt. Ja, ich glaube, so war die Rezeptur. Weil hier war auch gerade auf die 2000 Liter nur ein anteilig 400 davon Stroh. Der Rest ist halt Silage und Heu. Ich hatte immer irgendwie im Hinterkopf, ey, so nimmt denn der nicht das volle Schneidwerk als Arbeitsbreite, was ist denn da los? Ich hatte irgendwie im Hinterkopf gehabt, dass sehr viel Stroh immer gebraucht wurde für Mischration. Aber gut, wenn dem nicht so ist, lass mich doch gerne was Besseres belehren. So, der Drösch hat aber Bock, ne? Guck mal, der hat den halben Acker schon weggefressen hier. Sieht hier ratzfatz, ey. Geil.
Dicker Haufen. Ja, hier bleibt wieder was liegen, war ja klar. Ist aber auch gleich voll. Ich finde gerade sehr produktiv, was wir hier machen. Ist sehr, sehr belohnend, wenn wir hier gleichzeitig arbeiten. Warte mal, wollen wir die Streifen hier wegräumen oder wollen wir die lassen? Spätestens wenn der Mulcher kommt, dann ist das eh alles weg. Aber ich lasse immer ungern was auf dem Feld liegen, wenn man nicht auch mitnehmen kann. So. Der Ladewagen ist eh gleich voll. Aber das lohnt sich. Also vom Stroh, vom Volumen her, ist richtig viel da. Guck mal, das sind hier 25.000 Liter. Ist okay, wenn wir da auf dem Feld da drüben auch noch abfahren. Oder die Waldfee, das ist ein bisschen was. So. Ey Leute, ich hab mir überlegt, hatte ich auch schon angesprochen, ihr habt irgendwann mal, was haltet ihr denn von der Grastrocknung? Würde bedeuten, wir bräuchten kein Heu mehr machen. Ich weiß nicht, ob mir das so gefallen würde auf Dauer. Ich meine, wir müssen das ja nicht benutzen, aber... Ja. Man könnte. Ich hätte ein bisschen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Und da würde ich auch nicht so eine amerikanische Scheune nehmen, weil wir haben ja auch Grastrocknen und diese alte Scheune von der Hauptbeer-Laurent, diese französische Map. Warte mal, wie viel Stroh ist denn hier drin? 163, dann ist es ja genau richtig, was wir hier gerade veranstalten. So, pass auf, kann ich euch ja zeigen in der Zeit, wo er hier am Leermachen ist. Produktionen, Fabriken. Haben wir das hier vorne? Negativ. Farmbedarf, Produktion. Der macht hier alles irgendwie. Du kippst was drin und holst was raus. Nee, das möchte ich eigentlich nicht. Das ist auch sehr interessant hier. Wird noch kommen. Oder kam schon. Keine Ahnung. Nee, glaub, das kam schon. Düngerproduktion. Wir können nämlich aus Mist und Gülle Mineraldünger herstellen. Haha. Nee, hier, guck mal. Hier hätten wir zum Beispiel eine Grastrocknung. Und hier hätten wir auch eine Grastrocknung. Kostet 75 Latten. Das ist echt teuer. Dann haben wir hier die alte Scheune. Ich finde die cool. Also optisch würde die bald passen, ne? Irgendwo hier an der Seite, in der Ecke irgendwo. Wo genau, weiß ich jetzt noch nicht. Aber die kriegen wir wahrscheinlich noch irgendwo untergewurschtelt hier, oder? Ich denke mal, das wird hier hinten, wenn dann wohl passieren. Müssen wir nur gucken, wie in dem Bauland, ob wir das hier angeglichen kriegen. Die Wiese können wir ja kleiner machen. Da stören wir uns ja nicht wirklich dran. Aber wenn wir uns die hier hinbauen, dass wir hier so durchfahren können, mittendrin, hier wäre voll cool eigentlich. Guck mal, so. Von mir aus auch so rum. Da könnten wir von der Wiese direkt hier reinfahren. Und ich glaube, befüllt wird das Ding hier an der Seite, ne, wo hier der blaue Trichter ist. Dann hätten wir auch Heu immer als... als flüssiges Gut. Nee, als, na sag schon, als Schüttgut. Jetzt ist nur die Frage, wie doll müssen wir den Bodenfeuer planieren. Wäre, glaube ich, bald sehr, sehr sinnvoll. Und kostet viel Geld. Also eine Grastrocknung wäre eine Option. Ich glaube, der Drescher ist voll. Ja. So, und dann sind doch beide Anhänger voll. Dann können wir die das erste Mal wegbringen. Ist gerade eine sehr schöne, entspannte Ernte. Muss ich sagen. Wir haben keinen Zeitstress. Ich finde das mega produktiv. Hier kommt sehr ordentlich was bei rum. Stroh sowohl als auch Getreide. Der Dröscher macht sein Ding sehr fein und sauber. Die Helfer, die sind hier... Ey, warte mal, wir rutschen hier runter. Guck mal. Seht ihr das? Der Traktor rutscht. Der zappelt auch da der Getreidehalm. Sehr geil. Rückwärts fahren. Wir rutschen ganz schön doll. Na egal, Hauptsache er macht voll. So, Drescher ist leer. Dann können wir hier noch nebenher fahren. Die letzten drei Krümel noch mit einsammeln und dann ab nach dem Silo.
Ja, weiß ich nicht. Gras trocknen wäre cool. Würde ich mir noch irgendwo gerne hinstellen. Ne? Vielleicht doch da oben. Ha, wobei. Wir sind noch nicht so genau. Hier unten wäre bei besser, ne? Dann hätten wir nicht so weit bis zum Kuhstall und zur Produktion. Das andere Ding ist, dann brauchen wir eigentlich die Ballen ja nicht mehr. Also die Pressen. Aber, ey, hier ist er voll. Warte mal, ich bin doch total falsch. Warum sagt denn keiner was? Ha. Bisschen mehr Konzentration, bitte. Toll, schön verfahren auf dem eigenen Hof. Ich will zum Hofsilo, Mann. Ja, genau. Die Kuh weiß, was Phase ist. So, naja, dann drehen wir halt eine Ehrenrunde. Macht ja nichts. Wir könnten eigentlich die Hühner auch mal füttern. Da war nämlich letztes Mal ja kein Futter drin. Können wir hier Bäderanhänger mit immer leer? Nee, leider nicht. Da war was. Genau. So. Das ging schnell. Guck mal, der ist noch nicht mal leer. Na, siehste. Nochmal gucken, wie weit der Dröscher ist. Der wird wahrscheinlich gleich wieder voll sein. Wobei, jetzt berghoch, die Steigung wird ein bisschen aggressiver. Da wird er langsamer. Vorteil für uns, wir können ganz entspannt hier fahren. Warte mal, können wir hier Spanngurte anbringen? Nee. Ich wollte gerade nochmal gucken. Weil ich hatte doch irgendwelche Anhänger, wo man Spanngurte anbringen konnte. Oh, ja, ja, ja. Komm, zieh durch, Junge. Komm, 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 komm. Der Dröscher hat es bald geschafft. Das Feld daneben müssen wir auch noch dröschen, ne? Vielleicht geht es ja schneller, weil da ist die Steigung nicht so krass. Da könnte der Dröscher vielleicht ein bisschen zügiger unterwegs sein. Mal gucken. Müssen wir noch Stroh abfahren? Wir können auch gleich mal gucken, wie viel Stroh in die Futtermaschine reinpasst. Was macht er denn da? So, zeig mal her. Stroh 188, wir sind bei der Hälfte. Na, ich denke, das, was wir hier gerade ernten, das passt da komplett alles rein. Na? Mischration, 80.000 Liter Mischration. Das ist ja voll geil. Hier ist noch ein Schluck drin. Wir produzieren Milch, wir haben Gülle und Stroh. Ey, ja, nicht mal so wenig. Ist ja mal super. Und wisst ihr, was der Vorteil ist bei den kleinen Feldern? Wenn wir hier mit Gülle und mit Misttechnik auffahren, dann schaffen wir so ja was. Also, ne? So, er wird gleich sein Ärmchen strecken. Wir fahren mal da nebenher. Warte mal, wir fahren mal aus dem Strohschwad raus. Okay, jetzt hat er nochmal Bock und rennt los. Wollen wir wetten, er dreht nochmal um? Na klar, dreht er nochmal um. So, hinten dreht er sich weg, ist ja klar. Den Ford brauchen wir jetzt nicht nochmal holen, ne? Wir gucken, dass wir hier den Acker fertig kriegen. Das ist dann Etappe Nummer 1. Da drüben steht Etappe Nummer 2, noch in schöner brauner Pracht. Und dann bin ich aber mit der Ernte recht zufrieden eigentlich. Müssen wir noch Kühe füttern und andere Sachen machen. Ey, sag mal. Hey, deine Lampe ist doch an. Willst du nicht mehr anhalten, dass du voll bist? Was ist denn los? Ach, jetzt ja. Na klar. So, dann hauen wir raus. Wir holen den Volvo. Den Volvo? Nee, den Ford. Das ist auch so ein Ding. Volvo und Ford bringe ich ständig durcheinander. Ich weiß nicht warum. Also hier im LS, keine Ahnung. Vielleicht werde ich wohl langsam senil oder was. Ich weiß es nicht. So, mein Gedanke ist, Ballenauflöser, ja oder nein? Würde dann nämlich mehr Sinn machen, wenn wir Ballen pressen und die abfahren?
dann einfach in den Ballenauflöser reinschmeißen. Ey, was ich nochmal probieren muss? Das mache ich aber auf einem anderen Spielstand mal, für mich selber zum Testen, ob der Ballenauflöser auch die HD-Ballen auflöst, die wir hier mit unserer Fortschrittpresse machen können. Und ich habe einen schwarzen Bildschirm. So, hatten wir lange nicht. Naja, hilft ja alles nicht. Na, ist das Zeichen dafür, Folge ist zu Ende. Das Ding ist, der kommt auch, wenn OBS nicht läuft und wenn nichts weiter an ist, außer der LS. Woran es liegt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn ich denn den Internetbrowser zum Beispiel im anderen Fenster minimiert habe und wenn ich den öffnen will, dann ist da, als hätte der sich eine neue laden oder was. Keine Ahnung. Oh, selbst wenn Internetbrowser ja nicht an ist, wenn wirklich nur der LS läuft, da passiert das auch. Und ich weiß nicht warum. Ist aber auch nicht schlimm, weil die Aufnahme läuft weiter. Das haben wir mittlerweile schon gelernt. So, der Dröscher fährt eh gleich gerade seine letzte Bahn. Oh, der kraucht aber den Berg hoch, wa? Ho, 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 der hat richtig Stress. Denk mal, hier drüben ist es angenehmer. Wobei, wenn du hier mal so runterschaust, ne, vom Hügel nach unten, ist auch eine Steigung. Na, mal sehen. So. Spätestens beim Verkauf nachher im Winter werden wir dann mitkriegen, ob die Feldflächen, die wir haben, reichen oder ob wir noch Acker dazu kaufen müssen. Aber ich bin eigentlich gerade so mit dem Gedanken, dass das, was wir hier haben, an sich vollkommen ausreicht. Warte mal, wir haben das Schwert hier nicht zu Ende abgefahren, ne? Auweia. So, der Dröscher ist fertig. Dann fahren wir das Schwatt hier noch zu Ende, laden dich hier noch ein, fahren zurück, machen das angefangene Ohr noch hier in den Hänger rein. Der ist schon wieder halb voll. Boah. So. Okay. Na bitte, das läuft doch. Wenn wir hier ein bisschen weit liegen lassen, dann ist das so, oder? Wollen wir einfach mal dabei belassen? Das Ding ist, es wird ja auch nicht besser, wenn wir einen anderen Dröscher haben mit höherer Arbeitsbreite. Dann wird noch mehr liegen bleiben. So, und ich kann schon wieder nicht aufhören. Verdammte Hacke. So, jetzt ist aber Feierabend hier. Ja, wollen wir den Dröscher noch leer machen oder wollen wir ihn einfach drüben weiter ansetzen und weitermachen lassen? Liter sind hier noch drin. Dann hat sich das aber gelohnt mit dem Acker hier. Da kannst du eigentlich nicht meckern. Müssen wir nur noch den ganzen Stroh hier rausfummeln und dann können wir einen Düngerstreuer rüberjagen. Und dann eigentlich den Mulch ja gleich hinterher. Muss hier doch irgendwann geflücht werden? Ich glaube nicht, ne? Zeige mir. No. Nur die komische Wiese, warum auch immer. Aber eigentlich könnten wir diese immer pflügen, oder? Würde ja für den Grasertrag echt, echt geil sein. So. Hier wird das Vorwände ein bisschen schwieriger, weil wir da eine Ecke drin haben. Aber davon lassen wir uns nicht klein kriegen. Die kriegen wir alles hin. Okay, der Dröscher geht schon mal in Position. Und dann machen wir den aus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde, wenn es weitergeht mit der Hirseernte. Und viele, viele tolle neue Sachen werden wir uns überlegen, was wir hier auf diesen kleinen, engen, kuscheligen Hof noch alles raufbauen wollen. Die Grastrocknung ist mega groß. Mal schauen. Vielleicht kann ich da mal am Preis noch mal irgendwann was machen. Dann muss ich mir mal auf den Plan schreiben, dass wir da die XML vielleicht noch mal ein bisschen umändern, weil 75.000, na, das ist eine alte, große Bretterscheune. Ah, da werden wir aber pleite. Na, mal sehen. Wir müssen Ernte dann einfach verkaufen. Dann sind wir wieder liquide. Und mal gucken. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht Quatsch und René hauen.